Als erste Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Umweltsprecherin der Grünen zu Wort gemeldet, Christiane Brunner. Abgeordnete Christiane Brunner. Danke, Herr Präsident. Nochmal herzlich willkommen, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen. Auch an Sie nochmal, Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen. Unter diesem Tagesordnungspunkt geht es um Plastik, grob zusammengefasst. Wir haben hier zwei Themenbereiche, nämlich zum einen Mikroplastik und zum anderen Grenzwerte für Plastik in der Donau. Eines haben beide Themenbereiche leider gemeinsam, und zwar, dass es hier im Parlament und auch von der österreichischen Bundesregierung und vom Umweltminister einen Unwillen gibt, gesetzliche Maßnahmen zu diesen Themenbereichen zu setzen. Ich werde zuerst auf Mikroplastik zu sprechen kommen. Das Problem, glaube ich, ist bekannt. Mikroplastik befindet sich in der Industrie oder auch in Verbraucherprodukten wie zum Beispiel Kosmetik. Das ist das primäre Mikroplastik, aber wir haben auch die Problematik mit dem sekundären Mikroplastik, nämlich dass durch Abrieb oder Zerstückelung von Kunststoffteilen eben auch sehr kleine Plastikteilchen, Mikroplastik entsteht, das eben in Gewässern zu Verschmutzungen führt. Wir haben bereits vor einem Jahr begonnen, Initiativen hier im Haus zu setzen. Das hat sich hauptsächlich im Umweltausschuss abgespielt. Es ist auch zu Verhandlungen mit den Regierungsparteien gekommen. Mittlerweile orte ich, dass es Annäherungen an unsere Forderungen gibt. Das begrüße ich. Ich habe auch vernommen, dass es von den Regierungsparteien einen zusätzlichen Antrag heute geben wird, in denen die Punkte, die bei denen es Konsens oder die wir in die Verhandlungen eingebracht waren, was Konsens gegeben hätte, aufgenommen wurden. Das ist schön, wenn Sie das direkt übernehmen. Der entscheidende Punkt, an dem die Verhandlungen dann aber gescheitert sind, ist der, dass die Regierungsfraktionen eben nicht bereit sind, auch hier im Haus gesetzliche Initiativen zu setzen. Das ist der Unterschied. Herr Kollege Weninger, ich glaube, wir hatten genug Diskussionen im Ausschuss und es gab auch Angebote von uns und auf Referentinnenebene wurde verhandelt. Wenn Sie sich informiert hätten, wüssten Sie über die Anträge Bescheid und auch über den Unterschied bei den Verhandlungen. Der Unterschied ist ganz einfach der, und da leite ich gleich auch über zum nächsten Thema. Es gibt, glaube ich, einen gesellschaftlichen Konsens in Österreich, dass Plastik in der Umwelt und insbesondere auch in den Flüssen nichts verloren hat. Den nehmen auch alle hier immer wieder in den Mund. Das ist schön. Nur als Parlamentarier haben wir auch eine andere Aufgabe. Weil wenn ich sage, ich bin dagegen, macht es noch keinen Unterschied. Ein Unterschied macht es dann, wenn wir auch etwas Entsprechendes beschließen. Weil das nämlich ist unsere Aufgabe hier herinnen. Und Ihrem Antrag, in dem Sie, wie gesagt, Punkte von uns übernommen haben, werden wir auch zustimmen, weil er inhaltlich okay ist. Was eben fehlt, sind logistische Maßnahmen, und dazu bringe ich den Entschließungsantrag ein. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für ein Verbot von Mikroplastikteilchen in Verbraucherprodukten, wie zum Beispiel Kosmetik- und Pflegeprodukten, einzusetzen, welche nach regulärer Nutzung in das Abwassersystem eingeleitet werden, sich auf europäischer Ebene für konkrete und verbindliche Maßnahmen gegen die fortschreitende Verschmutzung von Gewässern mit sekundärem Mikroplastik einzusetzen. Hauptaugenmerk sollte hierbei auf Maßnahmen gegen die Emission von Kunststofffasern gelegt werden, die aus Kleidungsstücken ausgewaschen werden. Die Europäische Kommission zur Erarbeitung einer rechtlich verbindlichen Definition von Mikroplastik bis Ende 2015 aufzufordern. Eine Definition von Mikroplastik sollte möglichst breit gefasst werden und weitere legislative Schritte gegen die Mikroplastikverschmutzung unterstützen. Nun noch kurz zu meinem ursprünglichen Antrag, was die Grenzwerte betrifft. Wir hatten hier den Vorfall von Plastik in der Donau, der, glaube ich, bekannt ist. Ich war auch dort bei diesem Unternehmen, um mir diesen Fall anzuschauen. Und das Bedenkliche ist, dass es an einem Tag Ausstoß gegeben hat, aber gegen keinen einzigen Grenzwert verstoßen wurde. Und deswegen ist auch hier klar. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Der von Ihnen soeben vorgetragene Antrag liegt uns hier heroben noch nicht vor. Würde Ihr Club dann bitte dafür sorgen, dass er unterschrieben auch heraufgelegt wird? Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Danke. Er wird, glaube ich, in Kürze dann vorliegen.
Jedenfalls ist hier klar festgelegt, dass diese Fälle logistisch nirgends abgebildet sind. Und auch hier ist es eine Frage, ist dieses Problem für uns hier im Parlament ein Thema oder nicht? Und es reicht nicht, auch von Ihnen zu sagen, Herr Minister, wir setzen auf freiwillige Vereinbarung. Und es reicht nicht, wenn wir im Parlament hier alles sagen. Wir sind dagegen, dass die Donau und andere Flüsse mit Plastik verschmutzt werden. Sondern die Frage ist, handeln wir herinnen oder nicht? Und deswegen ersuche ich noch einmal um Unterstützung meiner Anträge und bin nach wie vor der Meinung, Österreich braucht ein starkes, engagiertes und eigenständiges Umwelt- und Energieministerium. Per Entschließungsantrag fordert Christiane Brunner von den Grünen, dass sich der Umweltminister auf europäischer Ebene für ein Verbot von Mikroplastik in Verbrauchsprodukten, beispielsweise Kosmetika, einsetzen soll.